Wer hier gewinnt, muss ein Wahnsinniger sein. Oh, das ist richtig glatt. Der fährt so frech, Nein, das ist ein wilder Hund. Weit vorne, Odermatt wird immer schneller, eine fantastische Fahrt. Verrückt im allerpositivsten Sinne. Bist du narrisch, hat der da rein riskiert. Über den Hausberg drüber, das ist so ein frecher Brüsch. Kitzbühel, die Streif, das Hahnenkammrennen, die wahrscheinlich schwierigste Abfahrt der Welt. Bei der Olympia-Generalprobe wird es einen deutschsprachigen Dreikampf geben. Ohne einen Deutschen. Es ist so ärgerlich, gell? Nicht so ganz auf Zug. Das war bis jetzt nichts. Kitzbühel musst du alle 7 Sachen beieinander haben. Nee, insgesamt. Bis jetzt unsere Deutschen leider nicht überzeugt heute. Romet Baumann schafft die Streif noch als schnellster Deutscher. Romet Baumann jetzt. Steil an Kanner. Gleiten Kanner. Es ist halt schon nicht einfach. Eben das Unruhige unten und auch die schlechte Sicht. Du siehst die Schläge nicht so gut. Am Ende Platz 15. Ja, ich habe eigentlich so gesehen keinen Fehler nicht gemacht, aber es war jetzt sicher der. Ich bin schon besser Ski gefahren oder lockerer Ski gefahren, so muss ich sagen. Aktuell fehlt es scheinbar wirklich ein bisschen an Lockerheit im gesamten deutschen Team. Mit Blick auf Olympia kein gutes Zeichen. Doch ein Spektakel ist es hier im bewölkten Kitzbühel trotzdem. Das liegt an diesen Herren. Himmelsberger, jetzt geht's los. Streif von oben. Auch das war nicht immer der Fall in den vergangenen Jahren. Kleiner Sprung in der Luft kann man dort umlegen. Jetzt geht's in den Steilhang rein. Fast senkrecht geht's nach unten. Und da hängt das Gelände weg. Da muss man schauen, dass man oben bleibt. Oben. Nicht an die Plane hinkommt. Spektakuläre Bilder hier, bis hin an die Hausbergkante. So, da springen sie jetzt rein. Man muss deutlich mehr Richtung machen wie in den vergangenen Jahren. Boah, da geht weit wieder. Himmelsberger geht weiter, Sprung da unten. Und was für eine Zeit. Marco Odermatt, er ist der dominierende Fahrer in dieser Saison. Er ist der Führende der Weltcup-Gesamtwertung, der Schweizer, der junge Schweizer. Und von dem kann man was Verrücktes erwarten. Ja. Richtig gut, die Körperposition bei ihm, das passt. Der Wille. Boah, ja, viel hat er nicht verloren. Der hat doch von der Ausfallgeschwindigkeit gelebt. Ja, weit vorne. Odermatt wird immer schneller. Eine fantastische Fahrt. Nicht einmal angerutscht. Schafft er es? Schafft er es auf der allerletzten Rille. Odermatt. Bist du narrisch, hat der da rein riskiert? Das Tor Odermatt, das war die Frage jetzt hier. Er hat es geschafft. Marco Odermatt. Eine verrückte Fahrt ist es von ihm und er ist 7 Zehntel vorne und nochmal 4 verloren. Wer soll diesen Verrückten, den Jungster Marco Odermatt, schon schlagen? Nur einer. Siegerlinie Bert Volz, letztes Jahr 2-mal hier gewonnen. Also der will es heute wissen. Der weiß natürlich auch, dass jetzt Odermatt führt. Da bin ich gespannt jetzt. Ich auch. Das ist was anderes. Das ist eine völlig andere Linie gewesen. Volz oder Odermatt. Ist es der Altmeister oder der Jungspund? Volz fliegt die Swiss Air auf 1. Beat Volz gewinnt die Hahnenkammabfahrt, so wie auch schon im letzten Jahr. Zweiter wird sein Schweizer Landsmann Marco Odermatt, der weiterhin den Gesamtweltcup anführt. Daniel Hemmetsberger macht die österreichischen Zuschauer froh, Platz 3. Das Streifwochenende in diesem Jahr am Ende mit 2 unterschiedlichen Abfahrtsgewinnern. Alexander Ormod-Kilde, der Sieger der verkürzten Kitzbühel-Abfahrt vom Freitag, schafft es heute nur auf Platz 6. Wenn ihr mehr Wintersport sehen wollt, dann klickt hier.